Es ist Mittwoch, das heißt, ich gucke mir einen eurer Kanäle an. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und heute möchte ich mir wie jeden Mittwoch einen eurer Kanäle angucken. Und heute ist das der Kanal Gewässerstoff, wo es ums Angeln geht. Und ich würde sagen, wir springen direkt an den Computer und gucken uns mal an, was an dem Kanal funktioniert und wo es noch Verbesserungspotenzial gibt. Jetzt sind wir hier auf dem Kanal Gewässerstoff und einige Sachen fallen natürlich sofort auf. Hier oben das Banner, das finde ich sehr schick designt, das sieht professionell aus. Eine Sache, wo man vielleicht dran mäkeln könnte, ist, man kann die Sachen hier teilweise ein bisschen schlecht lesen auf dem ersten Blick, aber das ist wirklich schon Meckern auf hohem Niveau. Das heißt, das gefällt mir erstmal auf den ersten Blick sehr gut. Auch wenn man auf die Thumbnails guckt, wird einem schnell auffallen, hier ist ein einheitliches Design. Man erkennt sofort, dass es ein Kanal ist. Bei dem Grün, auch hier kann man wieder über die Lesbarkeit meckern. Gerade das unten kann man wirklich nicht lesen. Hier macht es vielleicht Sinn, ein bisschen dunklere Farbe zu wählen, denn es bringt ja nichts, wenn da was steht und man kann das nicht gut lesen. An sich aber auf jeden Fall ein einheitliches Design, was man sofort erkennen kann und wo man auch direkt sieht, was das für ein Kanal ist und sogar die einzelnen Formate sind farblich getrennt. Das heißt, das finde ich sehr schick. Wenn wir jetzt nochmal hier drauf gehen auf die Übersicht, habe ich mir mal den Kanaltrailer angesehen und ich muss ehrlich gesagt sagen, der ist sehr lang für einen Kanaltrailer. Hier sehen wir auch direkt 2 Minuten 14. Kanaltrailer sollten wirklich unter einer Minute sein, denn so lange Kanaltrailer guckt sich kaum jemand an. Wie wichtig der Kanaltrailer dafür ist, ob jemand abonniert oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber damit man wirklich, wenn man es wirklich schaffen möchte, dass die Leute sich den komplett angucken und dann auch abonnieren, empfiehlt es sich, einen relativ kurzen Kanaltrailer zu machen. Und wo wir bei langen Stellen sind, wo die Leute potenziell abspringen könnten, können wir auch direkt mal über das Intro sprechen. Denn das Intro ist bei diesem Kanal wirklich sehr, sehr häufig sehr lang. Also allein das normale Intro ist bei vielen Videos 20 Sekunden lang oder sowas und häufig sogar über einer Minute erstmal mit Inhalten, die nicht unbedingt was mit dem Video zu tun haben. Wenn wir uns hier zum Beispiel mal, ich meine, es war bei diesem Video tatsächlich mit den meisten Aufrufen, dieses Angelschnur selber aufspulen. Da sehen wir am Anfang ist ein relativ langes Intro. Und dann sind da noch Bilder dahinter und so weiter und es dauert sehr lange hier, 41 Sekunden, bis es überhaupt zu dem wirklichen Thema kommt. Das war was, das hatte auch schon, das hattet ihr auch schon hier in dem in der Challenge geschrieben. Das heißt, das hat sich sogar gebessert, wenn man mal auf die neueren Videos guckt. Da sieht man, dass es bei zum Beispiel bei dem Video, welches Video hatte ich hier gefunden, bei dem Video Angelhaken richtig wählen, das war eins der neueren Videos, hier zum Beispiel, hier ist es sehr kurz und knackig gehalten, das ist deutlich, deutlich besser und vor allem, es fängt nicht direkt mit einem Intro an, sondern man hat erstmal noch dieses Video und dann kommt erst später das Intro, so wird es am besten gemacht, damit die Leute möglichst lang dranbleiben. Denn das heißt ja nicht, dass du auf diese schicken Aufnahmen, die du am Anfang manchmal hattest, verzichten möchtest. Das ist natürlich cool, aber die würde ich eher ins Video einbinden. Gerade wenn du eine Erklärung hast, wie Angelhaken richtig wählen, da macht es natürlich Sinn, weniger solche Aufnahmen zu machen und die vielleicht eher in diesen anderen Videos zu machen, wo du ein, wie du es nennst, Autorentagebuch machst. Als ich hier gerade über dieses Autorentagebuch gehabert habe, ist mir eine Sache aufgefallen. Hier steht eine Nummer drunter, Autorentagebuch 2. Okay, vielleicht bei diesem Autorentagebuch. Dann ist mir aber aufgefallen, hier bei diesem Tackle-Clip stehen auch immer Nummern. Warum sind diese Videos durchnummeriert? Häufig steht da irgendeine Information und dann steht da irgendwie Tackle-Clip Nummer so und so viel. Ich denke nicht, dass das unbedingt hier durchnummeriert sein muss. Das gibt eigentlich keinen größeren Mehrwert, das Ganze hier durchzunummerieren. Von daher würde ich diese Nummerierung einfach weglassen. Die versteht keiner, der sich nur dieses Video ansieht und der wirklich nur dieses eine Video sehen möchte. Das heißt, hier Durchnummerierungen machen eigentlich nur dann Sinn, wenn man eine längere Serie hat oder eine kürzere Serie, die vielleicht 2, 3 Teile hat oder so. Die durchzunummerieren macht auf jeden Fall Sinn. Aber eine Reihe durchzunummerieren macht nur dann Sinn, wenn die wirklich auch zusammengehören. Wie zum Beispiel Let's Player nummerieren ja häufig ihre Let's Plays durch. Macht total Sinn, weil man die natürlich in einer Reihenfolge guckt. Aber wenn man verschiedene Tutorials hat, die inhaltlich nicht aufeinander aufbauen, was auf YouTube natürlich sehr wichtig ist, denn jedes Video könnte ja potenziell das erste sein und wenn man sehr lange Serien an Tutorials hat, die aufeinander aufbauen, ist das immer sehr schwierig. Das heißt, man sollte Videos machen, die nicht unbedingt aufeinander aufbauen und gleichzeitig aber auch nicht unbedingt dann durchnummeriert sind, weil sie für sich alleine stehen können. Was ja immer eine der wichtigsten Sachen ist, ob ein Kanal läuft oder nicht, und das lernt man ja auch in der 100 Abonnenten in 14 Tagen Challenge, ist, wie gut man die eigene Zielgruppe anspricht. Und jetzt habe ich mir mal die besten Videos angeguckt, also die, die am meisten angeklickt wurden. Was
machen diese Videos gut und was könnte man vielleicht noch häufiger machen? Denn das ist ja immer eine spannende Frage, auf seine eigenen Videos, die gut geklickt sind, zu klicken und sich zu fragen, warum sind diese Videos gut geklickt? Angelschnur selbst richtig aufspulen ist das meistgeklickte. Futtertaktiken beim Kurzansitz im Frühjahr. Dann hier die Vorstellung von einer, ich glaube es ist eine Spule, eine Rolle von der Angel von Shimano oder das ist ein Unboxing, steht hier. Dann einfache Futtertaktik für Kurzansitz im Frühjahr. Das heißt, hier sehen wir, hier das sind vor allem Tutorials. Der Kanal macht auch relativ viel, was es hier auch ist, Autorentagebuch, aber selbst hier sieht es eher aus wie ein Tutorial vom Titel. Das heißt, was man hier gleich sieht, Titel, die irgendwelche Erklärungen versprechen oder sowas, die funktionieren besonders gut. Das heißt, hier scheint Potenzial dafür da zu sein, dass man mal guckt, was für Sachen werden denn gefragt, was für Erklärungsvideos könnte man machen, was sind potenzielle Themen für gute Erklärungen. Vielleicht auch mal auf anderen Angelkanälen zu gucken, mal zu gucken, was funktioniert bei denen sehr gut, was für Erklärungsvideos machen die, die gut funktionieren. Oder hier allgemein die Titel eher einen erklärenden Charakter zu geben, denn das scheint hier gut anzukommen. Was man natürlich auch mal machen kann, ist einfach mal Angeln zu suchen und mal zu gucken, was hier so angezeigt wird. Okay, das sind irgendwelche Sachen, die jetzt nicht so relevant sind, aber in Norwegen, auf Karpfen, auf Hecht, auf Forella, mit Pose am Rhein für Anfänger. Alles Sachen, die man theoretisch machen könnte. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal Angeln auf Forelle nehmen, könnte man ja dann auch wieder gucken, was wird hier angezeigt. Angeln auf Forelle mit Pose, Angeln auf Forelle am Bach, Angeln auf Forelle am Fluss. All das könnte man theoretisch erklären und dann mal gucken, was da angezeigt wird. Oder man guckt hier. Hier Fischen mit Spoons auf Forelle. So findet man Fische im Forellensee. Wir angeln auf Forelle mit Erfolg. Okay, das ist irgendwie wieder jetzt keine Erklärung, aber hier findet man natürlich auch wieder sehr schnell raus, wonach die Leute suchen, was potenzielle Themen sind und was man noch machen könnte. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel von Blinker oder Fishing King oder irgendwelchen anderen Angelkanälen eben wieder, wo man auch wieder gucken könnte, was machen die ganzen. Fishing King ist ja zum Beispiel ein Kanal, den ich auch selber mit betreibe bzw. betrieben habe. Das heißt, hier in dieser Angelthematik habe ich auch schon sehr viel gesucht, was so potenziell gesucht werden könnte. Und hier gibt es sehr viele Bereiche, sehr viele Themen, die man auch erklären kann und worüber man dann auch viele Klicks bekommen kann. Denn es gibt noch nicht so viele Angelkanäle, die so viel erklären, sondern vielmehr solche, die eben diese Videos machen vom See, wo man irgendwie sieht, wie was geangelt wurde. Und hier sind natürlich vor allem dann die Videos beliebt, wo große Fische gefangen wurden oder sowas. Das kann man natürlich nicht garantieren. Deshalb machen hier Erklärvideos so als Lückenfüller, wenn man nicht mal einen ganz krassen Vlog irgendwie hat, total Sinn. Und auch da ist natürlich immer die Frage, okay, was packt man dann wieder aufs Thumbnail? Wie schreibt man den Titel? Und hier vor allem den Mehrwert reinzupacken, ist natürlich besonders spannend und irgendwie sowas Ansprechendes zu machen, sodass die Leute wirklich darauf klicken wollen. Und das mit den Thumbnails zum Beispiel, finde ich, gelingt hier auf dem Kanal schon sehr, sehr gut. Alles in allem würde ich sagen, der Kanal ist auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg. Der macht sehr, sehr viel richtig, hat spannende Videos und mit ein bisschen mehr Optimierung ist da, glaube ich, sehr, sehr viel drin. Die ersten Abonnenten fanden das ja auch schon gut. Der Kanal hat auch tatsächlich knapp 80 Abonnenten in der Zeit der Challenge gewonnen. Das heißt, fast diese 100 Abonnenten geschafft, um die es bei der Challenge geht. Was wieder zeigt, der Kanal hat wirklich Potenzial. Wenn man noch ein bisschen mehr da reinsteckt, dann kann da wirklich was draus werden. So, das war dieses Video. Danke Andreas nochmal, dass du bei der Challenge mitgemacht hast. Ich hoffe, du konntest einiges aus diesem Video lernen. Ich hoffe, auch ihr alle anderen konntet einiges lernen für eure eigenen Kanäle. Falls ihr mitmachen möchtet bei der Challenge, dann guckt euch mal hier die Challenge an. Dort findest du alle weiteren Informationen zur Challenge und vielleicht findet man dich auch bald mit deinem Kanal in einem dieser mittwöchlichen Videos. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.